Wir sind hier in dieser Space- und Raumbubble gestaltet von Alex und Chris Ritz, stellvertretend für die ganze Visiokratie. Ihr seid so die Leuchtbirne ganz vorne. Ich hoffe, ich bekomme auch richtig coole Ideen wie die Leuchtbirne oder Visionen von euch. Was machen wir mit der Meta Modern Romance, lieber Chris? Die Meta Modern Romance ist eigentlich ein Überbegriff von einem größeren Projekt, das wir schon jetzt über 1,5 Jahre planen, mit KIs arbeiten, mit der ganzen digitalen Welt sehr stark verbunden sind und uns dazu bewegt hat, den Ausschnitt der Digital Gaze, in dem wir uns jetzt befinden, zu kreieren, um sie mit dem Thema zu beschäftigen, wie unsere digitalen Erlebnisse, Verbindungen und Co. mit unseren menschlichen Interaktionen zusammenzuführen sind, zusammenzubringen sind, wie sie uns beeinflussen, wie sie unsere Realität beeinflussen und ob sie wirklich auf einer digitalen Ebene nicht ein Informationsverlust stattfindet, der uns abgeht und der uns fehlt. Du zeigst es auch schon wunderschön vor, dieser Realitätsverlust und der Kontakt zwischen Menschen. Ein Gespräch zwischen uns zwei verlangt Augenkontakt. Du flirtest mit der digitalen Kamera rechts neben mir. Also das ist schon mal so ein schöner Einstieg, wie es in den Alltag auch bei uns eingedrungen ist, dass man eher mit der Kamera flirtet als mit dem, der die Kamera trägt, oder? Wie seht ihr das? Wie ist das in euer privates Leben eingedrungen? Oder was war für eine Notwendigkeit, dass ihr diese Rauminstallation und auch eine Message zu diesem Thema macht? Hier hat sich uns die Frage gestellt, ist dieser Blick in die Augen eines anderen über einen Bildschirm überhaupt noch ein Blick in die Augen oder nicht? Und wir haben es hier in dem Raum noch ein bisschen überspitzt dargestellt, indem wir eine KI eingesetzt haben, die echten Augen durch KI-Augen ersetzt, um so einen direkten Augenkontakt immer herzustellen. Wie geht's dir damit, wenn du jemanden so quasi entfremdet in die Augen schaust? Es wirkt, wie du sagst, entfremdend. Also man blickt sich zwar in die Augen, aber es fühlt sich anders an. Und hier ist eben die Fragestellung, ist das dann echt nur ein Blick in die Augen des anderen oder eigentlich nur mehr eine Computergenerierung? Es ist eine Computergenerierung, aber wie viel Information kommt da durch? Ja? Können Nullen und Einsen Emotionen wecken? Und ja, anscheinend das können sie ja, weil sonst gäbe es ja nicht so viele User und App-User und Fair-User. Aber wo ist da die Verzerrung der Realität? Wo ist da der Moment, der vielleicht sogar eine Gefahr auch bildet? Ich glaube, es geht gar nicht darum, ob es möglich ist, Emotionen zu erwecken, weil das kann der Geist ohne irgendwas, also reine Vorstellung, Film und Co., das alles gibt es ja alles schon viel länger, ob analog oder digital. Ich glaube, ich mache da nicht den großen Unterschied. Um was es geht, dass es so einfach ist, digital verbunden zu sein, dass wir vielleicht verpassen, was es mehr bedeutet, wenn man unter Anführungszeichen analog verbunden ist oder es in der echten Welt zusammenkommt, ne? Dass das Gespräch am Telefon einfach ganz, zwar so einfach zugänglich ist, aber halt es einfach fehlt, wenn wir uns deshalb vielleicht weniger treffen, dass diese ganzen Ebenen einfach in Summe einen Einfluss nehmen auf unsere allgemeine Glücklichkeit, wenn uns was fehlt, was wir aufgrund von nur Verfügbarkeit und Einfachheit der Kommunikation einfach nicht mehr nachgegangen wird. Also ist es so, die Einfachkeit der Kommunikation hat einen Verlust in der Tiefe? Ja, soweit. Also es werden ja auch Kommunikationsebenen reduziert, weil mit Telefonie natürlich nur auf Audio, mit Videotelefonie auf Audio und Video, aber es geht halt weiteres verloren, was in einer Kommunikation, wenn man sich gegenübersteht, natürlich herrscht. Und die KI zusätzlich noch mit dem dauernden Augenkontakt geht selbst das verloren, dass man sich nicht dauernd in die Augen schaut, was ja auch eine Ebene der Kommunikation sein kann. Hast du einen persönlichen Zugang zu einer metamodernen Romanze? Also warst du auf eines dieser Dating-Plattformen? Ist das vielleicht ein Ausgangspunkt? Oder ich meine, er betrifft viele Menschen, ja? Also das machen ja auch viele Menschen. Und ist das vielleicht auch einer dieser Romanzen, die digital anfangen und dann analog schwer zu halten sind, was da digital versprochen wird? Das ist schwierig, weil sie für mich eben auch die Frage so schwierig stellt, ne? Weil jemanden kennenlernen, in die Augen zu schauen, in echt ist einfach eine ganz andere Ebene, die dir eigentlich so viel über den Menschen erzählt, ne? Die Wissenschaft wird es unterbewusst nennen oder Mikrogestik und andere Leute würden es Energy Vibrations, wie auch immer nennen. Und die Ebene geht verloren und wir swipen da durch und wie im Katalog und ja,
Das ist halt die Frage, ob da nicht schon wahnsinnig viel verloren geht und ob auch quasi unsere natürlichen Prozesse, wie man sie verliebt, warum man sie verliebt, komplett wegschiften und wir vielleicht deshalb auch eine moderne Gesellschaft sehen, die eigentlich nicht mehr beziehungsfähig ist. Ne? Weil diese natürlichen Barriers oder natürlichen Mechanismen, die unterbewusst für Liebe oder Partnerschaft und so weiter und so fort biochemisch in uns vorgesehen sind, anderen Zugang haben, einen sehr selektiven, sehr organisierten Zugang, wo man gerade vielleicht der Liebe nachsprechen würde, dass sie irrational handelt. Also die digitale Liebe hat ja eines mit Sicherheit, sie ist frigid, sie kann sich nicht selbst reproduzieren wie die wahre Liebe, ja? Oder die körperliche Liebe. Jetzt stehen wir aber hier vor einer Rauminstallation, die in einem kosmisch-spacigen Raum wie ein Uterus mehr oder weniger zweigeteilt in diesem Raum hängt. Ist es vorstellbar, dass diese Art von Metamodern Romance etwas gebären kann, etwas Neues, was wir uns vielleicht noch nicht vorstellen können? Oder dass darin etwas Kreatives und Schöpferisches steckt, das eben schöpfend uns weiterbringt als Menschheit? Es ist eigentlich mehr das Ziel, aufzuzeigen, innezuhalten, sich zu überlegen, das ist anders, ne? Und wieder den Fokus drauf zu bringen, dass es halt analog oder in echt einfach nur so viel mehr Ebenen der menschlichen Interaktion gibt, als die wir nutzen. Und wenn sie uns halt digital quasi fehlen würde, könnte man sich überlegen, ob man dem mehr nachgehen würde und ob man einfach nur durch diesen Digital Noise auch, digitalen Lärm und so weiter, einfach gar nicht mehr sieht, dass dir das fehlt und dass du quasi in den Apps, in Social Media und Co. einfach hängen bleibst, weil du etwas suchst, im Sozial und Interaktion mit Menschen und Co., das aber nie ganzheitlich ist und deshalb unbefriedigend bleibt. Was die für die Firmen in den Apps haltet, aber dein eigenes Happiness oder Menschlichkeitslevel vielleicht nicht zum Benefit führt. Ne? Wenn eine zukünftige metamoderne AI eine App selbst schreibt, die heißt Metamodern Romance und sie verspricht eben Romantik, Liebe, Sinnlichkeit und so, und sie hat jahrelang gesammelt alle möglichen Daten, die noch nie zuvor so umfassend da lagen, wie Erektionsdaten von Männern, Orgasmusdaten von Frauen und so weiter. Wenn sie uns das dann vorspielen kann und nur mehr à la Matrix, ja, die Romance und die Liebe nur mehr auf der Oberfläche bleibt und wir es gewohnt sind, weil sie uns diese oberflächliche, schnelle Befriedigung gibt, könnte das so ein böses Kind dieser Ausblicke sein, die ihr da beschreibt? Ich glaube, wir steuern dort schon längst hin. Ne? Du hast Algorithmen und Co., deinen ganzen Alltag, ne? Was du für Content siehst, wen du auf Tinder siehst. Also wir sind da schon, eigentlich schon ziemlich tief drinnen in dieser Dystopie oder wie man sehen will. Was wir zeigen wollen oder was wir ansprechen wollen, ist, dass das was ist, was man sich halt vielleicht übersieht aufgrund von der Menge an digitalen Input, der Schnelle, wie sie alles verändert. Ne? Und ob es nicht wichtig wäre, sie für sich selbst das zu überlegen und zu nachdenken, hey, okay, es gibt Sachen, die sich anders anfühlen, wenn man sie nicht über den digitalen Weg macht. Ne? Und quasi da für sich den Stopp zieht. Ich glaube, dass die Technologie weiter dorthin schreiten wird, ob wir wollen oder nicht, so als Einzelner. Ne? Wobei, um darauf noch weiter auf die Aufnahme und die Reproduktion unserer Sinne zu kommen, würde das dann wieder in Frage stellen, was wir als Spezies überhaupt sind. Weil wenn man wirklich alle Sinne jetzt da annimmt, nachspielt über KI, ist die Frage, ob wir dann einen Unterschied dann noch merken werden oder nicht, auch natürlich. In dem Fall jetzt ist es reduziert nur auf ein paar Sinne, aber wenn es wirklich auf alle Sinne geht. Könnten wir schon auch jetzt schon in einer inszenierten Realität, programmierten Realität sein. Also die Programmierung in der Programmierung, die Metaebene der metamodernen Romanze, um es jetzt vielleicht auf das, worum es hier in dieser Installation ankommt, zu heben, schauen wir uns einmal gegenseitig in die Augen. Und vielleicht können wir auch ein bisschen erzählen, was mit uns passiert. Ja, dann schauen wir uns einmal diese Kammern des versprochenen Glücks des digitalen Lebens genauer an. The Digital Gaze. So, jetzt komme ich immer näher und stehe da in Handweite zu wem? Wer ist da? Da?
In beiden Boxen sind Kameras montiert und zwei Bildschirme. Und das Videosignal wird durch eine KI verändert, um den Augenkontakt zu halten und zeichnet eigentlich neue Pupillen auf die Originalpupillen, die dann angezeigt werden. Okay. Gibt es das schon am Handy oder so? Zurzeit wird es schon teilweise für Videokonferenzen und so verwendet. Es ist aber zurzeit auch noch eine starke GPU nötig dafür. Also, lieber Chris, es wäre in Realität sicher so und ist auch so, dass wir Metamodern Romance-mäßig uns in die Augen schauen und super Gespräche haben. Nun schauen wir uns aber über diese entfremdeten Bildschirme an. Meine Augen werden hier aufgenommen, du siehst sie drüben am Bildschirm und ich sehe deine auf dem Bildschirm. Und zwischendurch wird es weird. Ja, also wir verwenden im Endeffekt NVIDIA's KI, um die Augen zu zentrieren, wie es auch schon auf manchen Handys und Co. in einem, oder Zoom-Meetings und so weiter verwendet wird, so dass ich eigentlich dadurch direkt dir in die Augen schaue, aber es eigentlich nicht mehr meine echten Augen sind und die eigentlich nach unten gewinkelt sind. Ja, ja. Wenn ich dir in die Augen schaue, dann sieht man beim normalen Menschen sich selbst im Spiegel der Iris des anderen. Ja, hier sehe ich nur einen großen weißen Kreis. Was glaubst du, was macht das mit einem Kontakt, ja, zwischen uns zwei? Wir könnten uns unter diesen Boxes berühren, aber herum sind wir entfernt wie auf einen anderen Kontinent. Ja, eigentlich, obwohl du dir einen halben Meter von mir entfernt befindest und wir im selben Raum stehen, ist eigentlich nur durch den Screen allein die Distanz eigentlich schon, könnte es da auf einem anderen Kontinent sein. Ne? Wenn wir jetzt prinzipiell die Welt zwischen uns haben können, aber auch einen halben Meter entfernt sein können, ist das nicht auch ein besonderer Raum? Also ein Raum, der gewisse eigene Ästhetik oder Möglichkeit des Kontakts und des Austauschs bietet? Es ist so, dass das war also eine wahnsinnig tolle Errungenschaft, ne? Menschen über große Distanzen zu verbinden, reinsprachig und so weiter und so fort. Das ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Also es ist wahnsinnig schön, jemanden anrufen zu können, der in einer anderen Stadt lebt und so weiter und so fort und trotzdem einfachen Kontakt zu haben. Die Frage, die Metamodern Romance stellt, ist, sind wir über den Punkt nicht schon längst hinaus, sondern kommunizieren wir digital in Wegen, wo es analog eigentlich echter, schöner und besser wäre, nur weil es einfach more convenient ist. Und das ist die große Frage, die wir stellen. Also nach der Verbindung über größere Distanzen, ob wir das auf einer zu weit in unser Leben geholt haben. Also ist es ein Mahnmal, in dem wir jetzt stehen, oder ist es ein kritisches Objekt oder ist es auch ein spielerisches Objekt? Es fühlt sich sehr an, also es ist auf jeden Fall spielerisch, weil es für jeden zum Exploren ist, wie er sich fühlt mit dem Ganzen. Es ist auf jeden Fall sehr kritisch, weil wir gesellschaftlich vielleicht mit dem Aufschwung von KI-Systemen und Co. wirklich an dem Punkt sehen, wo digitale Erfahrungen echt und unecht in Zukunft einfach so verschwimmen können, dass wir uns jetzt vielleicht genau der Zeitpunkt wäre, die Frage zu stellen, was ist wichtig, dass analog zwischenmenschlich und biologisch in sinnvollen Patterns passiert und was ist gut, digital und einfach und convenient zu gestalten. Nach dieser Erfahrung, lieber Chris, freue ich mich, wenn wir uns analog und echt umarmen. Ich glaube, da bin ich wieder bei mir und du bei dir und wir miteinander. Ich glaube auch. Das haben wir jetzt da wahrscheinlich nicht gehört. Ja, das haben wir auch gedacht, aber das gehört dazu. Alex, bitte auch noch einer. Anuak. Servus. Das Echte ist mir wirklich lieber. Danke für eure Intervention. Danke hier im Rahmen, das habe ich noch gar nicht gesagt, der Prikate 23 in der Rösselmühle im vierten Stockwerk. Einer der großen Höhepunkte hier, die großartige Transformation von Visiokratie, Metamodern Romance. Besser, sie waren dabei, als es jetzt im Nachhinein gesehen zu haben, aber im Nachhinein zu sehen ist auch gut. Also, kommen Sie zur nächsten Ausstellung, es lohnt sich.